Liebe Freunde der gepflegten Corona-Statistik, hier soll es um die Corona-Statistik des Robert-Koch-Instituts gehen. Die habe ich mir mit Datum heute runtergeladen, 27.10. Der Stand ist wohl 26.10. 0 Uhr, also einen Tag alt. Und ich habe die Tabelle dieses Mal nach Meldedatum sortiert, aufsteigend. Ihr könnt also hier sehen, der erste Fall in Deutschland, der in der Meldestatistik drin ist ein Fall aus Brandenburg, Landkreis Oberhavel. Ein Mann, 35 bis 34 Jahre alt, also aus der Altersgruppe 15 bis 34, ist als erster Fall in Deutschland gemeldet worden, Test positiv. Und der letzte Fall wurde gemeldet am 26.10. Das war auch ein Mann aus dem Landkreis Greiz in Thüringen. Ich habe meinen Filter angewendet und habe mir nur Sachsen angeguckt. Und zwar die Sterberate. Ich habe die in dem Fall uninteressanten Spalten ausgeblendet. Ich mache das mal wieder rein kurz. So, diese Spalten habe ich ausgeblendet, mache ich jetzt auch wieder. Steuerung Z. Zack. So, Meldedatum, Fälle kumuliert, Tote kumuliert, Prozentzahl. Ihr seht am Anfang 0%. Das ändert sich. Ich könnte das Ganze jetzt durchblättern. Ich mache das auf die schnelle Tour. Irgendwann taucht was Buntes auf. Das ist der Höchststand. Vielleicht überblätter ich ihn auch. Ich habe ihn wahrscheinlich schon überblättert. Also nein, noch nicht. Da ist er, der Höchststand. Am 30.04. war die Sterberate unter allen Menschen, die in Sachsen positiv getestet wurden, beziehungsweise dann auch daran verstorben sind, vermeintlich, lag am 30.04. bei 4,36%. Ich springe ans Ende der Tabelle. Und der aktuelle Wert liegt also bei 2,02% am 26.10. Höchstwert, wie gesagt, am 30.04. mit 4,36%. Das hat mir noch nicht gereicht. Jetzt wollte ich das Ganze noch nach Altersgruppen wissen. Wie ich in einem anderen Video kurz zuvor schon gesagt habe, ist der Mensch aus der jüngsten Altersgruppe zwischen 35 und 59 gestorben. Auch hier habe ich die unnötigen Spalten ausgeblendet. Ich gehe noch mal ganz kurz nach oben. Ihr seht hier die Altersgruppe 35 bis 59, 60 bis 79 und 80 plus. 80 plus war der Höchstwert gleich am Anfang, 13. und 14.3. 100%. Das heißt, die ersten beiden sind gleich aus der Altersgruppe 80 plus ganz relativ am Anfang März gestorben. Um das ein bisschen abzukürzen, gehe ich ans Ende. Ihr seht vielleicht hier noch mal kurz, da es einfach in den Altersgruppen weniger Fälle gab. Hier kommen dann die Gruppe der 35 bis 9, nee, Quatsch, der 60 bis 79-Jährigen sind einfach weniger Fälle, deswegen hört es früher auf. Und wenn ich jetzt noch weiter nach oben gehe, taucht auch die Gruppe 80 plus auf. Dort gab es also 1613 positiv Getestete und zuletzt 11,84%. Die ganzen Ergebnisse habe ich unten zusammengefasst. Aktueller Stand in der Gruppe 35 bis 59 ist 0,13%. Das ist also der Anteil der Verstorbenen an allen positiv Getesteten in Sachsen. Und der Höchstwert lag bei 0,37%, also knapp dreimal höher. Das gleiche für die Altersgruppe 60 bis 79. Höchstwert knapp 7%, aktueller oder letzter Wert 3%, also weit weniger als die Hälfte oder halb so hoch. Und last but not least, der Höchstwert der Gruppe 80 plus lag am 14.03. bei 100%, gleich am Anfang, und liegt zuletzt am 26. bei 11,84%. Wenn man so will,
hat sich der Wert gezehntelt. Was ihr hier sehen könnt, Höchstwert am 14.03. für die 80-Jährigen, 13.04. für die 60- bis 79-Jährigen und am 4.04. für die 35- bis 59-Jährigen, wobei natürlich nur die Sterbefälle berücksichtigt sind. Das soll's schon gewesen sein. Viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Einsichten. Pfiat euch!